Kubanische Sicherheitskräfte haben an die 70 Mitglieder der Menschenrechtsgruppe Damen in Weiß vorläufig festgenommen. 36 von ihnen wurden vor dem Besuch einer Messe abgefangen. 18 weitere wurden bei ihrem wöchentlichen Protestmarsch am Samstag in Havanna abgeführt, als sie die vorgeschriebene Route verließen. Ein Mitglied der kubanischen Kommission für Menschenrechte kritisierte die Maßnahme. Sobre ella no se sabe su paradero. Sie werden wahrscheinlich heute oder morgen wieder entlassen, wie sonst auch immer. Es geht generell um kurze Festnahmen und es geht um Frauen, die nicht gewalttätig sind. Die Damen in Weiß sind Angehörige von 75 früheren Gefangenen. Ihre wöchentlichen Märsche sind die einzigen erlaubten Proteste in Kuba. Die Menschenrechtlerinnen wurden 2005 mit dem Sacharow-Preis des EU-Parlaments ausgezeichnet.